Oh, Pflanzen sind auch okay. Oh, und wir sind wieder hier. Oh, das gefällt mir. Gucken wir nochmal auf die Karte. Hier waren wir bereits. Links können wir noch rum. Hallo, Blobbel. Blobbel? Bist du runtergefallen oder in den Teleporter geschlichen? Hä? Verwirr mich nicht. Irgendjemand geht hier andauernd auf Plattform. Ach, da bist du. Ja, natürlich erwischst du Ball wieder. Bringt auch nichts, wenn du jetzt noch woanders drauf rumhaust. Geschafft. Gut, Blobbel ist tot. Jetzt gucken wir mal noch alle Wände ab nach irgendwelchen Knöpfen und Schaltern. Wenn ich hier durchgehe, bin ich ganz woanders. Das weiß ich, das spüre ich. Wir könnten noch einfach auf die Karte gucken. Aber wozu? Ist doch so viel schöner. Betätigt andauernd jemand Hebel? Hier. Hoi. Wenn wir es so schnell schaffen, dass der uns anspuckt, dann klappt das alles. Aber ich muss den Rest noch erkunden. Hier ist noch ein Schalterrätsel, habe ich gesehen. Genau. Muss ich mir mal markieren, damit ich das nicht vergesse. So, Schalterrätsel. Dann waren wir hier auch noch nicht überall beim Kristall und da geht's auch noch lang. Und wir haben die Türen nicht aufgemacht. Also noch ganz viel zu tun. Kann mir gut vorstellen, dass wir dort noch ein paar Schlüssel bekommen. Wofür auch immer. So, hier vielleicht noch irgendwo ein Knopf. Wo sind wir denn hier? Also ich suche mich echt vergebens. Da oben. Ach so. Okay, und dieses Geklapper führt dann im Prinzip dort auf die andere Seite. Aha. Hier ist aber auch kein Schalter. Gut. So, und jetzt sind wir wieder zurück, richtig? Richtig. Ja. Ah, okay. Nee, hier bin ich hergekommen. Also durch dieses Labyrinth muss man sich auch erstmal zurechtfinden. Gut, hier ist der Kristall. Hier speichern wir. Gucken nochmal an der Wand entlang. Aber nichts. Nee, hier ist nichts weiter. Gut, was machst du? Du spuckst gar nicht. Wahrscheinlich muss man bei dir wieder irgendwas reinlegen. Gut, du spuckst dahin.
Und das Gitter geht auf. Ah. Tschüss. Ist nicht wahr. Ich kann dich auch so bekämpfen, Freundchen. Erstmal vorbereiten. Hochheilen. Ah, wir haben es gleich. Ganz ruhig. Okay, einer ist tot. Ich weiß nicht von wie vielen. 20? 30? Ne? Das gefällt mir. Okay. Das wird schon. Zu viel. Zu viel. Rasten. Okay, einer ist tot. Da ist der andere. Na komm. Moin. Er will nicht. Ich meine, wer nicht will, der hat schon, ne? Selbst verletzt. Geschafft. Oh. Sehr nice. Eine Nachricht. Von Torum. Ah, es waren schon vor mir Leute hier in diesen Hallen. Aber als ich durch diesen Platz gegangen bin, schien es mir so, als wenn ich der Erste war, der all die Türen aufgemacht hat. Und all die Knöpfe gedrückt hat. Hier muss es Leute geben, die etwas im Dungeon übersehen. Torum. Tja. Eine schöne Nachricht, aber was gibt mir das jetzt? Dass die Tür hier auf ist. Ich finde außer einer Nachricht gar nichts. Sehr nett, danke. Das ist also auch eine Falle. Ich gucke ja schon immer nach Knöpfen, aber alle finde ich auch nicht. Achso, das war das, genau. Jetzt
können wir hier durch und eine neue Schriftrolle. Was besagt die? Scroll of Invisibility. Unsichtbarkeit? Not skilled enough. Not skilled enough. Okay, wenn wir das erstmals casten können, dann haben wir ja jede Menge Chancen. Da ist noch was. Secret found. Ein Stab. Nett. Spellcraft plus 7. Willpower 2, Earthbound. Poison Bolt and Poison Cloud Spells deal more damage. Das hört sich gut an. Ich muss Essen abgeben. Noch mehr Essen muss weg. Was haben wir denn noch alles? Den Sack könntest du eigentlich gebrauchen. War schon wieder viel zu viel Zeug. Also gut. Erst einmal verteilen. Du trägst auch schon 37 Kilo. Und so viel kannst du gar nicht tragen. Wo war das Brot da? Bällchen kann sie auch haben. Essen musst du nicht. Du auch nicht, aber du hast schon wieder Hunger und du auch fast. So, du magst doch Käfer. Bitteschön. Aber das löst jetzt irgendwie nicht meine Gewichtsprobleme. Auch wenn ich nicht allzu viele Gewichtsprobleme habe. Leg den mal kurz ab. Okay. Oh. Hat lang gedauert. Aber wir haben es geschafft. So, Brot kannst du nachher essen. Den Bug gibst du ihm. Okay. Alle wieder fit. Speichern. Puh. Dann wollen wir mal gucken. Also hier sind wir jetzt überall gewesen. Da. Das hat soweit geklappt. Bis auf die paar Ecken, die aber zu dem Labyrinth gehören und die man sowieso nicht anlaufen kann, ist alles durch. Wir können jetzt noch hier oben mal gucken. Weiß nicht, was da ist. Und ansonsten geht's nur hier weiter. Ja. Genau, das Schalterrätsel. Okay. Ich glaube, das war's schon, ne? Ja, das war's. Oh Gott, sind wir gut. Mehr oder weniger. Wir haben ziemlich viele Fails hinter uns gebracht, um so weit zu kommen. Einmal hier auf die Karte gucken. Ne, hier waren wir auch schon mal. Aber hier sind wir auch richtig. Zumindest nehme ich das an. Erstmal das Schalterrätsel. Speichern. Man weiß nie, ob nicht gleich wieder 20 Feuerelementare kommen. Das war richtig, ja? Ist aber schön. Assassin's Dagger. Och, nett, danke. Das können wir doch gleich mal speichern. Gefällt mir. Gefällt mir außerordentlich. So, jetzt müssen wir schaffen, in der kurzen Zeit bis dorthin zu laufen, ihn zu unterbrechen. Und nicht runterzufallen. Auch wenn es vielleicht nicht schlimm wäre. Ich würde gerne mal ausprobieren, was unten ist. Aber das machen wir im nächsten Part. Ich danke euch fürs Ansehen und bis gleich.